Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casuality spielt EVE Online. Heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das ich schon längere Zeit mal bringen wollte. Und zwar mit dem Thema Rating im Nullsec. Und zwar da auch genauer das, was viele Leute so als AFK-Rating bezeichnen, also wo man nicht allzu viel Aufmerksamkeit drauf verwenden muss. Erledigt wird das Ganze vorzugsweise mit einem Schiff wie diesem hier. Das ist eine Vexor Navy Issue. Noch etwas besser geeignet wäre ihre große Schwester, der Tech 2 Cruiser Ishtar. Den ich allerdings noch nicht fliegen kann, aber mit dem hier funktioniert es auch. Das Prinzip des AFK-Ratings ist relativ einfach. Man geht mit diesem Schiff auf Maximalgeschwindigkeit in einem Orbit, sodass einen die Mobs nicht treffen können, und lässt die schweren Drohnen, die man an Bord hat, die Arbeit erledigen. Damit das Ganze funktioniert, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen braucht man eine erhebliche Geschwindigkeit. Dafür sorgt ein übergroßer Afterburner, der eigentlich für Schlachtschiffgröße gedacht ist. Man braucht entsprechend Schaden durch seine Drohnen. Dafür sorgen hier die vielen Low-Slots der Navy Issue, in die ich insgesamt 4 Drone Damage Amplifier 2 gesteckt habe. Man könnte auch noch einen fünften nehmen, aber der Nutzen nimmt doch stark ab. Und man braucht einen gewissen Buffer-Tank, damit man nicht zerstört wird, bis man auf Maximalgeschwindigkeit ist. Oder wenn man es mit vielen Fregatten oder Kreuzer zu tun hat, die einen immer noch treffen können, beziehungsweise die Geristas, die hier in meiner Nullsec-Pocket unterwegs sind, die benutzen auch Raketen, die treffen einen natürlich trotzdem. Zu dem Zweck habe ich 2 Large Shield Extender drin. Hier unten noch ein Damage Control 2 für die passive Erhöhung der Resistenzen und das Power Diagnostic System. Das hat 2 Funktionen. Also einmal unterstützt es natürlich den Shield Hitpoint Bonus, aber auch den Cap Recharge und nebenbei noch ein bisschen Power Grid, wobei ich das nicht gebraucht hätte, denn Cap stabil zu sein ist die dritte Anforderung, die man an dieses Bild stellt. Und bereits der Afterburner frisst jede Menge CPU, jede Menge Power Grid und auch jede Menge Capacitor. Deswegen habe ich hier den Monopropellant drin, der zwar höhere Power Grid und CPU Anforderungen hat, dafür aber weniger auf den Cap geht. Aktive Waffen benutzt man gar nicht. Ich habe ja noch Capacitor Control drin für den letzten Rest, um die Cap-Stabilität zu erhöhen. Und dann hier noch kinetischen und thermalen Schildresistenz-Rigs drin, denn kinetischen und thermalen Schaden machen nun mal die Geristas. Vermutlich würde ich mittlerweile ohne das Diagnostic System oder auch ohne den Capacitor Control Circuit auskommen, aber so ein bisschen Sicherheitsbuffer kann ja hier nicht schaden. In der Drone Bay werkeln 5 Wasp 2, also 5 schwere Kaldari-Drohnen, da die kinetischen Schaden machen, was hier in der Gegend das Beste ist. Und ich habe noch 5 leichte Warrior 2, das sind Minmatar-Drohnen, einfach weil sie die schnellsten sind. Falls ich mal mich gegen irgendeinen Spieler zur Wehr setzen muss, der mich überrascht hat. Was ich allerdings natürlich nicht hoffe. In der Site selbst sind die Dinger nicht zu gebrauchen. Falls ihr übrigens gerade irgendwelche merkwürdigen Geräusche im Hintergrund hört, das ist meine Katze, die sich zwischen Tastatur und Bildschirm bereit gemacht hat und gestreichelt werden will, während ich meine Aufnahme mache. Die ist da relativ respektlos. Gut. Das ist im Prinzip schon das, was man zum Fitting sagen muss. Man braucht schon ein bisschen was an Skills, damit das Ganze so halbwegs passt. Man sieht jetzt hier, ich habe 639 DPS. Das ist jetzt nicht
super, top, genial, aber auch nicht total schlecht. Was halt noch fehlt, wäre zum Beispiel der Galente Cruiser Skill 5. Der würde hier nochmal 10% Hitpoints, aber auch Schaden zu den Drohnen hinzufügen. Dann wären wir jetzt hierauf gerechnet, jetzt schon bei knapp 700 DPS. Und was mir auch noch fehlt, das wäre der Drone Interfacing Skill 5. Der würde auch mal 10% Damage drauf machen, aber kostet halt auch 3 Wochen Skillzeit. Deswegen habe ich die noch nicht drin. Die Sights sind aber ohne weiteres mit diesem Fitting machbar. Man macht auf die Art und Weise natürlich hauptsächlich Bounties, also sammelt Geld in Form von Abschüssen, Abschussbelohnung ein, aber auch an Loot und Salvage ist einiges möglich. Und deswegen gehört hier dann zum Beispiel noch die Mobile Tractor Unit rein. Man kann auch bis zu 4 reinpacken und 4 Sites am Stück machen, bevor man sich dann ans Leerräumen macht. Aber das ist Geschmackssache. Okay, das also zum Fitting und jetzt werden wir gleich abdocken und dann kümmere ich mich um die restlichen Erklärungen, wenn wir in der Zeit sind. So, da sind wir also im Weltraum und als erstes gilt es, ein Ziel zu finden. Und für diese Art von Tätigkeit bieten sich zwei Typen von Sites an, und zwar einmal die Hubs und die Havens. Beide sind machbar mit der Vexonary-Issue. Ich werde mir jetzt mal diesen Grisas Forsaken Hub anwarpen. Und warum ich dieses Site nehme, erkläre ich gleich. So. Gleich als erstes, wenn man in die Site reinsucht, warp, muss man sich dann etwas suchen. Zum Beispiel diesen Asteroiden hier. Man dann möglichst schnell einen Orbit rumlegt, dann den Afterburner einschaltet und dann die schweren Drohnen rausholt. Auch die Reihenfolge ist empfehlenswert. Angriffsbefehl selbst muss man eigentlich nicht geben, denn sobald man gelockt und angegriffen wird, kümmern sich die Drohnen selbst darum. Man sollte natürlich schon schauen, dass man, wenn es geht, nirgendwo reinbammt auf dem Orbit, den man sich ausgesucht hat. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel gerade, dass mein Schiffchen einen etwas merkwürdigen Kurs verfolgt, also weit von der Maximalgeschwindigkeit entfernt. Man muss die Ziele nicht locken, man sollte halt nach wie vor die Lebensenergie seiner Drohnen im Auge behalten. Und weil es bei mir aus Bequemlichkeitsgründen habe ich jetzt dieses Autozielsuchsystem noch installiert. Und hat auf die Art und Weise jetzt den Überblick, wie das Ganze so verläuft. Wie man sieht, die Schlachtschiffe geben relativ viel Bounty, die Battlecruiser schon deutlich weniger. Aber letzten Endes hat man so sein Auskommen. Wir fliegen mit etwas mehr als 1000 Meter pro Sekunde, das heißt, mit normalen Waffen wie den Lasern treffen sie mich eigentlich gar nicht mehr. Und mit den Raketen machen sie halt deutlich verringerten Schaden. Aber sie machen halt Schaden. Und genau dafür ist halt der Buffer-Tank da, erstmal für die Startphase und dann auch
um einen vernünftigen Regenerationswert zu haben. Jetzt hat der Gott aller Autopiloten festgelegt, dass der Orbit in der Ebene verläuft, womit hier potenziell Kollisionsgefahr bestehen könnte. Allerdings, wenn er auf der Ebene bleibt, dann eher nicht. Man wird durch die höhere Geschwindigkeit aus dem Orbit rausgetragen, aber da muss ich dementsprechend hier noch ein wenig darauf achten, dass ich da nicht reinkomme. Wie man sieht, die Drohnen machen den Job eigentlich so gut wie allein und fressen sich dann dementsprechend durch Welle um Welle, während ich halt die Aggro auf mich vereine. Warum habe ich jetzt diese Site gewählt? Die Havens sind, ja, kann man sagen, größer und dementsprechend sind da mehr Mobs drin und auch etwas schwerer. Dementsprechend, was allerdings bei dieser Taktik hier keinen großen Unterschied macht. Es ist allerdings so, dass die von der Leitung meiner Corporation eigentlich reserviert sind für die Spieler, die einen Carrier haben. Denn die machen die Sites sehr viel schneller leer und möchten dementsprechend dabei auch nicht gestört werden. Die haben ja auch extrem hohe Anschaffungskosten und müssen das ja auch dann wieder reinkriegen. Dementsprechend sind die reserviert eigentlich für die Spieler, die einen Carrier haben. Und wenn man jetzt die beiden Sites Forlorn und Forsaken Hub sich anschaut, ist der Forsaken Hub, den wir hier fliegen, derjenige mit etwas, ich sag mal, dickeren Zielen, etwas mehr Zielen. Damit wäre theoretisch eigentlich auch der etwas schwerere und gefährlichere. Aber er hat auch einen ganz entscheidenden Vorteil, was ihn eigentlich zur besseren oder leichteren Zeit macht. Und zwar muss man hier nicht auf Trigger achten. Egal welches Schiff man in welcher Reihenfolge zerstört, immer das Letzte, was man killt, ist der Trigger für die nächste Welle. Das heißt, man braucht sich hier keine Gedanken machen, dass man irgendwie auf einmal mit 30 Gegnern zu tun hat, weil man den Trigger abgeschossen hat. Beim Forlorn Hub ist das anders. Da sollte man die entsprechenden Hilfsseiten aufsuchen und dann vielleicht nicht ganz so AFK das Ganze machen, sondern manuell die Ziele auswählen und zerstören. Denn da sind halt ganz unterschiedliche Ziele mal der Trigger für die nächste Welle. Und als ich das erste Mal gemacht habe, hatte ich dann also wirklich dann locker 20 Spawns auf einmal. Und das kann halt schon ungesund werden. Dasselbe kann dann auch bei den Havens passieren. Da ist es zum Beispiel, obwohl hier jetzt nur Grister's Haven steht, gibt es zwei Stück. Einen sogenannten Rock Haven, das ist wie so eine Asteroidenhöhle. Und einen Gas Haven, da ist eine Gaswolke. Und bei dem Rock Haven kann man genauso verfahren wie hier. Das heißt einfach, die Drohnen sich selbst überlassen und die machen dann alles weg. Beim Gas Haven ist es dagegen so, dass es auch dort Trigger gibt, die Nachfolgewellen auslösen mit dem beschriebenen Ergebnis. Ansonsten gibt es jetzt nicht allzu viel zu sagen. Man macht jetzt also die Zeit leer, verdient hoffentlich schön Geld dabei. Ich werde am Ende dann nochmal zeigen, wie viel dabei rumgekommen ist. Und dann kann man natürlich noch die Wracks looten und salvagen. Zu dem Zweck habe ich ja eine Traktor-Unit mit. Und das ist jetzt so eine ja, Geschmacksfrage, Philosophiefrage, wie man es immer nennen will, wann man das Ding denn rausschmeißt. Es gibt manche, die machen das gleich am Anfang der Zeit. Schmeißen die gleich als erstes raus, nutzen die dann vielleicht sogar als Zentrum für ihren Orbit und nicht irgendeins dieser vorhandenen Objekte in der Zeit. Aber
Da man ja hier im NullSec immer damit rechnen muss, dass man vielleicht mal docken muss, weil Nodes in der Nähe sind oder sogar feindliche Spieler, gibt es genauso gut auch Leute, die clearen die Site erst, schmeißen dann die Trick Unit raus, machen dann was anderes, zum Beispiel zur nächsten Site gehen, bis die erste halt fertig ist. In den Frachtraum der Vexo Navy Issue passen 4 MTUs rein. Das heißt, ich könnte mir jetzt 4 Forsaken Hubs, wenn denn gerade so viele da sind, ja, wären genug da, hintereinander vornehmen. Alle leer machen, überall am Ende eine MTU rausschmeißen und wenn dann alles fertig ist, den großen Kassensturz anschließen. Absolut valide Geschichte. Ich habe jetzt gerade keine 4 MTUs, aber gut machbar. Ja, also hier spawnt auch gerade die nächste Welle. Sie nehmen mich ins Ziel und sobald sie das tun, fangen meine Drohnen halt an, das Feuer quasi zu erwidern. In der Zeit sind, soweit ich es weiß, hier die Kreuzer die kleinste Schiffsklasse, die einem begegnet. In den Forlorn Hubs sind auch noch mal ein paar Fregatten dabei. Die treffen und mein Schiff aufgrund der Größenverhältnisse am besten. Aber letzten Endes sollte es eigentlich kein großes Problem sein. Trotz der ganzen Geschichte, obwohl man jetzt eigentlich nicht großartig viel aufpassen muss, na gut, ja, irgendwann ist halt der Schild vielleicht doch mal geknackt. Sollte man am Anfang, bis man ein Gefühl hat, dementsprechend vorsichtig sein, aber irgendwann ist halt durch. Und jetzt muss ich eigentlich im Prinzip nichts weiter tun, kann nebenbei einen Film gucken, irgendwas anderes spielen oder wie auch immer. Es gibt auch Leute, die fliegen 6 solcher Sites gleichzeitig auf 6 verschiedenen Accounts, warum nicht, oder 9. Das mache ich jetzt nicht. Was ich aber machen werde, ist, ich werde jetzt für eine Sekunde die Aufnahme unterbrechen. Neu starten und den Zeitraffer einlegen und mich dann am Ende der ganzen Geschichte nochmal melden. Wem selbst das noch zu lange dauert, der kann ja dann dementsprechend zum Ende des Videos vorspringen. Also hat man dann mal so einen kleinen Eindruck, was einen erwartet an Gegnern und wie sehr sich das ganze Fitting und so weiter schlägt. Bis zum Ende der Zeit. Okay, also dann bis später. Thank you.
So, damit ist die Site clear. Wer jetzt zwischendrin mal aufgepasst hat, hat gesehen, dass mir ein Fehler unterlaufen ist, als ich das Bild nachjustieren wollte für die Aufnahme. Bin ich aus dem Orbit rausgeraten und habe dann auch prompt gleich mehr Schaden kassiert. Das muss jetzt nicht gleich tödlich enden, wie man gesehen hat, sollte man natürlich aber trotzdem irgendwie vermeiden. War eine weitere gute Sache an dieser Site ist, dass die Mobs alle irgendwo im gleichen Gebiet spawnen, wie man hier sehen kann. Die Wracks sind dicht beieinander. Was es natürlich zum Beispiel meiner MTU, die ich jetzt gleich rausschmeißen werde, deutlich leichter macht, ihre Arbeit zu machen, als wenn alles kreuz und quer im Weltall verteilt ist. Das gleiche gilt übrigens auch für den Rockhaven. So, jetzt sind wir so einigermaßen mittendrin. Dann schmeiße ich die MTU raus. Und speichere mir natürlich ihre Position ab und kann dementsprechend jetzt damit beginnen, die nächste Site zu machen, ein bisschen zu minern, worauf ich immer gerade Lust habe, während sie hier ihren Job erledigt. Gut, was vielleicht noch zu erwähnen ist, diese Sites können eskalieren in den Geristas Fleet Staging Point oder irgendwie sowas. Ob das mit einer Wechsel-Navy-Issue zu schaffen ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe schon bei einem US-YouTuber gesehen, dass der das geschafft hat mit einer Ishtar. Aber ich habe die Eskalation noch nicht bekommen, von daher kann ich es nicht sagen. Und ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, aber ich glaube, es besteht die Chance, dass ein Dread Geristas, also ein besonderer Geristas, spawnt in der letzten Welle, der dann auch natürlich Faction Loot haben kann. Gut, aber an sich soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Mit diesem kleinen Beispiel verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal, euer Casuality. So, da hätte ich doch beinahe vergessen, euch noch zu erzählen, was das Ganze überhaupt gebracht hat. Und zwar sieht man jetzt hier die Auszahlung der Kopfgelder für diese Site. Brutto 25,5 Millionen, abzüglich der Steuer, die ich hier an die Korb zu zahlen habe. Etwas mehr als 3, sagen wir mal, sind es knapp 22 Millionen rein an Kopfgeldern übrig geblieben, die für diese kleine Aktion. Die Profi-Retter messen ja alles in Ticks. Das ist jetzt natürlich hier relativ schwer zu sagen, weil quasi fast oder der überwiegende Teil der Zeit fiel halt in diesen einen Tick und hier war nur noch relativ wenig übrig. Genauso kann es auch mal sein, dass man ganz am Anfang einen kleinen hat und dementsprechend einen dicken in der Mitte und vielleicht noch einen kleinen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich. Wie gesagt, mit etwas mehr DPS würde das dementsprechend schneller gehen und auch noch steigen. Ich habe inzwischen dann auch hier das Looten komplettiert. Gucken wir doch mal rein. Zeigt mir jetzt an 2,8 Millionen in Loot, das heißt, hier ist nichts wirklich Spannendes drin. Munition, Metal Scraps, ein paar Module. Egal. Würde ich gern machen. Will aber irgendwie nicht, dass ich das mache. Ah ja, da ist auch schon was reingeladen. Dementsprechend weiß ich jetzt aber auch, was mich noch erwartet und kann dann
den Rest abholen mit meinem Salvaging-Schiff inklusive der MTU. Und damit ist das Video dann halt auch wirklich zu Ende. Wie viel das jetzt noch bringt, werde ich nicht nochmal extra erwähnen. Okay, das soll es gewesen sein. Dann jetzt noch einmal, aber endgültig. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Casuality.